Das Orgelporträt. Die Österreichorgel in Kaltenwestheim. Kaltenwestheim ist eine Gemeinde im Landkreis Schmalkalden-Meiningen im Südwesten von Thüringen. Sie gehört der Verwaltungsgemeinschaft Hohe Rhön an, die ihren Verwaltungssitz in der Gemeinde Kaltensundheim hat. Erstmals wurde die Gemeinde im Jahr 795 als Westheim erwähnt. Der Ort gehörte über Jahrhunderte zum Amt Kaltennordheim, welches sich zeitweise im Besitz der Herren von Neidhartshausen, der Grafschaft Henneberg-Schleusingen, verschiedener ernestinischer Herzogtümer befand und zuletzt ab 1815 zum Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach gehörte. Der Kirchhof und der Ort selbst waren im Mittelalter befestigt. Der Torturm und Teile der Ringmauer sind bis heute erhalten. 1606 wurde die Vorgängerin der heutigen Kirche vollendet, die 1796 bei einem Großbrand zerstört wurde. 3 Jahre später wurde die Kirche auf deren Grundmauern wieder aufgebaut. Den Auftrag zum Orgelneubau 1799 erhielt Johann Markus Österreich aus Oberbimbach bei Fulda. Doch liest sich die Geschichte dieses Orgelbaus in den Akten wie ein kleiner Wirtschaftskrimi aus alter Zeit unter dem Motto »Aus Schaden wird man klug«, doch dazu später mehr. Zu Beginn erklang das volle Werk in einem Allegro Moderato in S-Dur von Johann Gottfried Vierling aus Schmalkalden. Nun 3 kleinere Stücke,
ein Adagio B-Dur sowie zwei Choralvorspiele von Johann Gottfried Fierling über Dir, dir, Jehova will ich singen, beziehungsweise Nicht um Reichtum nicht. Johann Markus Österreich war der bedeutendste Vertreter der Orgelbauerfamilie Österreich, die über fünf Generationen und fast eineinhalb Jahrhunderte hinweg den Orgelbau in Osthessen und darüber hinaus maßgeblich prägte. Geboren wurde er 1737 in Oberbimbach bei Fulda. Wo er sein Handwerk erlernte, ist nicht sicher, man vermutet aber eine längere Zusammenarbeit mit Philipp Ernst Wegmann in Frankfurt, bevor Johann Markus ab Mitte der 1760er Jahre zusammen mit seinem Vater Jost Österreich mit eigenen Orgelarbeiten nachweisbar ist. Als man 1799 den Orgelbau in Kaltenwestheim an, wie es in den Akten heißt, Johann Markus Österreich aus Oberbimmich bei Fult vergab, war er bereits ein weit über Osthessen hinaus bekannter und anerkannter Orgelbauer. Doch hatten die kalten Westheimer nicht mit dem fürstlichen Oberkonsistorium in Eisenach gerechnet, das im Oktober 1799 nicht nur den geschlossenen Vertrag für ungültig erklärte, sondern auch noch eine sehr eindeutige Empfehlung für den hiesigen, privilegierten Orgelbauer Eisenbrand abgab, und der versprach, die Orgel von gleicher Qualität herstellen zu wollen. Nach einigem Hin und Her wird nun zwischen der Gemeinde und dem Orgelbauer Johann Konrad Eisenbrand zu Eisenach im Februar 1800 ein neuer Vertrag unterzeichnet. Dieser Akkord ist nahezu exakt identisch mit dem ursprünglichen Plan von Österreich. Eisenbrand beginnt dann mit der Arbeit und dann geht's richtig los in den Akten. Offensichtlich war man mit dem Fortgang der Arbeiten unzufrieden. Und so werden immer wieder Experten gebeten, die Orgel zu besichtigen. Diese Besichtigungstermine finden dann aber nicht statt. Einmal verweigert der Orgelbauer sogar den Zutritt zur Kirche. Ein anderes Mal sagt der Organist kurzerhand vorher ab.
Eisenbrandt rechtfertigt den Verzug in einem langen Brief und meint sogar, gegen die Vorwürfe der Gemeinde feierlichst protestieren zu müssen. Schließlich wird im August 1801 ein langes Gutachten erstellt, in dem es unter anderem heißt: Die Orgel würde gegenwärtig ihren Verfertiger wenig rekommandieren. Hiergegen wehrt sich Eisenbrandt nun in einem ebenso langen Brief, der fast spöttisch mit Ihr Freund Eisenbrandt unterzeichnet ist. Die Situation ist also eskaliert und das Konsistorium muss wieder eingreifen. Es wird ein Termin anberaumt, in dem dann vereinbart wird, dass ein unabhängiger Orgelbauer eingeschaltet wird, um zu prüfen, ob die Orgel akkordmäßig hergestellt sei. Die Wahl fällt auf den Orgelbauer Breler zu Unterbimbach, der pikanterweise ein Schüler Österreichs war. Im März 1802 findet ein neuerlicher Termin im Konsistorium mit Eisenbrandt und den kalten Westheimer Gemeindevertretern statt. Es wird ein Vergleich geschlossen, in dem Eisenbrandt eine Vergütung für die fertige Arbeit zugesprochen wird. Gleichzeitig fragt die Gemeinde an, ob man für die Vollendung einen geschickten Orgelbauer beauftragen dürfe. Und jetzt erinnert man sich wieder an Österreich. Der neue Vertrag für eine neue Orgel zwischen der Gemeinde Kaltenwestheim und Österreich wird dann schon am 20. März 1802 geschlossen, und zwar unterzeichnen hier Johann Markus Österreich und sein Sohn Johann Georg Österreich. Im August 1804 wird mitgeteilt, dass die Orgel so gut wie fertig ist, und man fragt beim Konsistorium an, wer das Examen ausstellen könnte. Tja, früher war auch nicht alles besser als heute. Hören wir zur Entspannung ein wenig Musik, die Choralbearbeitung Befiehl du deine Wege von Friedrich Wilhelm Marpurg. Thank you.
Vermutlich hat Johann Markus Österreich Teile der halbfertigen Eisenbrandorgel in seinen Neubau wiederverwendet. Vor allem der Prospekt ist nicht sehr typisch für Österreich. Das klingende Werk hingegen weist alle Charakteristika österreichischer Orgeln jener Zeit auf. Die Orgel erhielt 20 Register auf 2 Manualen und Pedal. Seit 2012 laufen Restaurierungsarbeiten durch die Orgelbauergebrüder Hai aus Urspringen in der Rhön. 15 Register sind derzeit verwendbar. Das Hauptwerk, das vom großen C bis zum dreigestrichenen F ausgebaut ist, besitzt prinzipal und gedackt 8 Fuß sowie einen fülligen Bordun 16 Fuß als Grundlage. Dazu kommen Oktave und Spitzflöte 4 Fuß sowie eine Quinte 3 Fuß und als Klangkrone eine vierfache Mixtur auf 2 Fuß Basis. Es fehlen zurzeit die beiden noch nicht fertig restaurierten Stimmen Gamba 8 Fuß sowie die zweite Klangkrone, eine zweifache Zimbel. Das Oberwerk besitzt 7 Stimmen, von denen 4 derzeit verwendet werden können. Flauto Traverso 8 Fuß, Prinzipal und Kleingedackt 4 Fuß sowie das Flageolett 2 Fuß stehen aktuell dem Organisten zur Verfügung. Dazu kommen noch Quintatön und Gedackt 8 Fuß sowie die dreifache Mixtur. Das Pedal, das bis zum eingestrichenen D geführt ist, besitzt 4 Register, nämlich Subbass, Violon- und Posaunenbass 16 Fuß sowie einen Oktavbass 8 Fuß. Ein Tremulant sowie 2 Koppeln, von denen die Manualkoppel als Klötzchenkoppel gebaut ist, ergänzen die Disposition. Die bei der Restaurierung verwendete historische Stimmung nach Neidhart lässt heute auch Orgelmusik des Hochbarock überzeugend erklingen, und so sollen am Schluss dieses Orgelporträts 2 Choralbearbeitungen des 1670 in Erfurt geborenen und bereits 1699 verstorbenen Komponisten Andreas Armsdorff stehen, »Wenn dich Unglück tut, greifen an«, sowie »Herr Jesu Christ, du höchstes Gut«.